Heute vergleichen wir Deodorant von Lidl versus Axe. Beide haben 0% Aluminiumsalz und Lidl hat die hochwertigere Dose. Denn sie ist zu 50% aus recyceltem Material. Sonst sind die Auswirkungen relativ gleich. Wenn wir uns die Inhaltsstoffe von Polar Fresh anschauen, dann erkennen wir, dass Axe dieselben hat. Und zusätzlich noch weitere. Letztendlich riechen beide fast gleich. Wobei mir das von Axe ein bisschen besser gefällt. Für den Test habe ich jetzt einfach ein Basic T-Shirt von Zara genommen. Die linke Seite mit einem A für Axe markiert. Und die rechte Seite mit einem L für Lidl markiert. Positiv zu erwähnen ist, dass man bei beiden nicht husten muss, wenn man das Deo an sich angebracht hat. Und man sieht auf den Fotos ganz deutlich, ich habe das T-Shirt wirklich durchgeschwitzt. Anschließend habe ich es für 20 Stunden in einem windstillen Ort trocknen lassen. Auf der Seite von Lidl erkenne ich optisch keine Verfärbungen. Und auf der Seite von Axe erkenne ich auch keine Verfärbungen. Beide verfärben mein T-Shirt nicht. Und vor allem, beide hinterlassen keinen unangenehmen Geruch. Letztendlich, auf meiner Haut riecht das von Axe etwas besser. In diesem Kurzzeitvergleich hat das von Lidl in jedem Punkt überzeugt. Deshalb ist Lidl der Sieger. Aber ich würde das von Axe kaufen.